Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Emergency 4. So, ja, und zwar, ja, es gibt wieder Berlin. Wie gesagt, ich mag Berlin gerade, ich habe da richtig Bock gerade drauf. Und ja, heute kommt ja auch eine Folge. Beziehungsweise, es kommt nicht diese Folge hier, also wenn ihr es einen Tag später seht. Ich nehme das nur heute auf. Ja. Ich habe mir nämlich mal gedacht, es gibt ja diese Funktion des Festlegen des Veröffentlichungszeitpunkts. Da habe ich 26.05. 14 Uhr. Das heißt, heute kommt, und ich nehme es halt am 26.05. auf. Heute kommt eine Folge und morgen kommt diese. Das ist, nee, ja, übermorgen kommt diese Folge. Übermorgen? Nee, morgen. Morgen kommt diese Folge. So, wir haben einen Mord. Eine Person liegt da, die tot ist. So, Kriminalwagen und zwei EWA. Ja, schick mal zwei EWA. Also Einsatzwagenabschnitt. Ich weiß auch nicht, was die Berliner da manchmal mit ihren mit ihrem, weil Mann, was ist denn heute los mit mir? Das heißt Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug. Ne? Und das ist Einsatzwagenabschnitt. Anstatt, ja, ich weiß nicht. Normalerweise kennt man HLF, Hilfeleistungs-Löschfahrzeug. Die haben aber LHF, Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug. Finde ich auch eigentlich sehr interessant, nur sehr verwirrend, wenn man das am Anfang nicht weiß. Ne? Drehleiter mit Korb, ja, das ist wieder Rettungstransportwagen. So. Komisch, hier in der Modifikation fährt die Polizei hauptsächlich VW. Bin unterwegs. Kann sein, dass sie damals VW fuhren. Ne? Aber in Berlin jetzt fahren sie hauptsächlich Opel. Kann daran liegen, dass Berlin wenig Geld hat. Ne? Ich denke es mal, weil heute habe ich irgendwie, ich will was sagen, habe mir den Satz schon im Kopf, aber irgendwie ist das dann so, ja, ich weiß nicht, was ich sagen will. Weil alle anderen Bundesländer fahren VW und Mercedes und das ist wahrscheinlich schon ziemlich teuer. Und ja gut, Opel macht auch gute Autos, ne? Im Endeffekt. So, vier Staffeln sollen da anrücken. Dann kommt das noch, dann kommt der EEW noch. RTW kommt von hier. Streifenwagen. Fittingsprayer fangen. Ja. Roger. So. Zack. Fittingsprayer ist weggesperrt. Nein, das wollte ich gar nicht. Och Mann. Ach, was ist denn los mit mir? Was ist?
Was stimmt denn nicht mit dem jetzt? Naja. Da brennt ein Fernseher. Keine Person mehr im Gebäude. Raus, 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 raus. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, Feuer ist aus. Und alle nicht eingesetzten Einsatzkräfte können zurückfahren, wenn wir zu schnell wieder frei sind. Warte, nur ein Fernseher, und dafür wird Feuerstaffel 4 ausgelöst. Personennotlage. Ach ja. So, alle steigen ein. Wir haben eine Person in einer Notlage. Dann will ich mal das LHF von Tiergarten hier haben. LHF und RTW von Tiergarten. RTW rückt auch aus. Was ist das denn? Ach du Kacke, ach du Kacke, ich habe einen Feuerwehrmann vergessen. Ich habe Feuerwehrmann vergessen. Wird gemacht. Steig ein. Umgehend durchgeführt. Ja? So, wo ist denn die Person jetzt in Notlage? Hier hinten. Rettungsdienst ist schon da. Auf dem Weg. Was gibt's? Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Ja. Wird gemacht. Ich frag mich ja, wie das kommen konnte, dass er sich unterm Ast da eingeklemmt hat und nicht mehr hochkommt. Ich meine, er liegt jetzt nicht direkt unterm Baum oder so. Höre, ist in Arbeit. Ne? So, LAF 17 fährt wieder rein. Notarzt erforderlich. Okay. Von wo hole ich denn? Von der 44 oder von. Ich hole mal von der 44. Okay, er hat anscheinend was mit dem Bein und was mit dem Kopf. Mhm. So, hier ist der Kriminalkraftwagen. Was gibt's? Der guckt sich mal die Person hier an. Gut, Besteller ist verständigt. Bin unterwegs. Da ist eine Person aufgetaucht. Ja, schon unterwegs. Bin unterwegs. Ja, schon unterwegs. Roger. Schüsse. Bestätige. Was gibt Roger? Auf dem Weg.
Okay, Person wurde beschossen. Wir brauchen ein RTW hier. Die können wieder auf Streife fahren. Kollabierte Person haben wir hier. Wo genau? Hier soll irgendwo eine kollabierte Person sein. Hier? Ja. Hier ist eine kollabierte Person. Von der 100 oder von der 11. Bestatter ist verständigt. Erste Hilfe leisten. Wo sollte der noch mal hin? Denk mal hier, ne? Oder nee, der kommt von der U-Bahn. Oder nicht? Naja, guck ich mal. Ach, Neff ist da. Schön. Genau, einmal behandeln. Okay, dann frage ich mich jetzt, was der hier soll, der RTW. Weil der RTW wurde doch von mir gerufen hierher, oder nicht? Der RTW fährt da rein. Was soll denn der RTW von der U-Bahn hier? Hä? Naja. Egal. Fährt dann wieder zurück. Gut. Die Person kann mitgenommen werden. Komisch. Naja. Ich habe da ein RTW, da fährt der Bestatter an. Hier habe ich ein RTW, da habe ich ein RTW. Was wollte ich mit dem RTW? Naja. So, Polizisten können wieder Streife machen oder rumstehen und gucken. Können sie auch. So, die kommen ins Krankenhaus. Kollabierte Person. Schon unterwegs. Die beiden kommen im RTW und der Notarzt ins NEF. Gut. Was gibt's? So, dann Bestatter fährt ihn weg. Die Person kann, denke ich mal, aufgenommen werden, ja. Was gibt's? Wird umgehend Ist kein durchgeführt. Neff erforderlich. Schön, Auf schön, dem schön. Weg. Was gibt's? Das heißt, wir haben die Einsätze gleich alle einmal abgearbeitet. Einmal quer über die Straße. Okay, wo will er hin? Achso, er will wahrscheinlich hier reinfahren. Und der andere, der will da auch rein, anscheinend. Oder? Nee.
Er fährt auf eine Abbiegespur und fährt dann in die Richtung. Auch gut. Warum mal nicht? Also, wo ist denn der eine Wagen hier? Den haben sie auch schon weg. Naja. So. Dann wollen wir mal gucken. Eigentlich müsste auch der Mord jetzt abgearbeitet sein. Weil die Person ist abtransportiert, der Typ wurde verhaftet und wurde beim RTW abtransportiert. Also müsste eigentlich alles jetzt gut sein. Naja, warten wir mal. Berlin schläft ja nicht, ne? Verstehe auch nicht, was die RDWs, ey. Die fahren bei Rot und das wäre auch cool, wenn die RDWs wirklich an roten Ampeln halten würden, wenn sie nicht im Einsatz sind. Ja, wenn die Einsatzfahrzeuge auch mal an roten Ampeln halten. Ja, das Neff fährt auch wieder komische Bahn. Ja. Person im Wasser. Der RTW, die Wasserrettung und die 45er. So, dann haben wir noch Feuer Staffel 1 oder Feuer eine Staffel. Da fährt die FF hin. Warum auch immer er jetzt die Tasche holt. Bin unterwegs. Ich finde das schön, dass die FF ihren eigenen Ausrüstungsbereich hat. Ja, das ist ja auch offiziell, was sie ihn hat. Ne? Ach ja, die Wegfindung auf der Karte ist halt teilweise sehr interessant. Gut, eine Wasserversorgung bräuchte ich mal. Von wo? Von da. So, einmal eine Wasserversorgung aufbauen. Wo ist denn die Wasserrettung? Die Wasserrettung braucht immer ziemlich lange, bis sie hier eintrifft. Notarzt, selbst der Notarzt ist da. Den habe ich unten aus Schönebeck geholt. Da kommt die Wasserrettung. Da ist die Wasserrettung. Zur Person.
Ach so, ah ja. Ich dachte gerade, ne, aber er ist ja auch draußen ohne. Hat ja aber keinen Atemschutz an. Und ich dachte gerade, hä, wieso habe ich zwei im Einsatz? Habe ich ja nicht. Ja, doch, habe ich. Der Feuer scheint doch ziemlich hartnäckig zu sein, wa? Gucken wir mal bei der Wasserrettungsaktion. Vor allem, ich frage mich ja, wie die Person so ins Wasser kommt. Ich meine, so weit einfach auch, ne? Ich meine, wenn einer ins Wasser fällt, ja gut, aber dann schwimmt er doch nicht fast bis in die Mitte. Oder? Ah, Feuerstaffel 1 ist aus. Feuer eine Staffel. Gut. Wasserrettung kann wieder abrücken. Gibt ja bestimmt noch mehr in Berlin. Ich meine, es ist Berlin. Da passieren viele, viele Dinge. Viele, viele Dinge auch gleichzeitig. Was gibt's? Ne? Das ist Schon ja hier, unterwegs. die Karte ist ja nicht ganz Berlin, das ist ja nur ein minimaler Bruchteil von Berlin. Berlin ist ja riesig. Das habe ich ja gemerkt, als ich mit der Klasse in Berlin war. Alter, Berlin ist riesig. Und wir waren wahrscheinlich überall in Berlin. Aber Berlin hat schon seine Nobelviertel, wo wirklich teilweise nur Sportwagen rumfahren, wo du Autos siehst, die du, wo du dir denkst, die hättest du, würdest du eigentlich niemals sehen, ne? Da wo du wohnst oder so, da fahren irgendwie 5 Stück davon rum, ne? Porsche, Maybach, sonst was. Alter, das waren große, große Autos, ey. Und dann gab es halt für Berlin eher typisch auch die heruntergekommenen Gegend, wo die Leute wirklich auf der Bank sitzen, auf der Straße sitzen. Wir hatten in einer Straße irgendwie zwei Rettungswagen, die versucht haben, irgendwelche Obdachlosen mitzunehmen, die das aber absolut nicht wollten. Und das in einer Straße. Tja. Wir sind in einem schönen Viertel angekommen. Da dachte ich mir, auch Berlin ist ja ganz schön. Und irgendwann sind wir halt in diese anderen Viertel reingekommen. Wo es halt nicht so schön war. Aber wir haben mal alles von Berlin gesehen. Ne? Nicht immer dieses, ja, Berlin ist ganz toll und in Berlin gibt es nichts Schlechtes. Ja, in Berlin gibt es viel Schlechtes. Viele Menschen sitzen auf der Straße. In manchen Vierteln. Das ist echt heftig. So, wir haben ein weiteres Feuer. Da wird sich die FF mal wieder drum kümmern müssen. Mit ihrem eigenen Ausrückebereich. Ach, der eine Wagen, den habe ich schon weggehe. Warte mal. Wieso rückt der andere Wagen nicht aus? Der soll auch mit ausrücken. Ah, jetzt. Was haben wir hier? Oh, Verkehrsunfall, Polizei ist schon da. Ja, hier kommt ihr leider nicht so gut durch. Erstmal um die Verletzten kümmern. LHF brauche ich hier nicht. RDW brauche ich. RDW von der 100. Beziehungsweise der RDW von Dings ist gerade in der Nähe.
hat er hier auch mal einen Einsatz. Ich jag immer beide raus. Schon unterwegs. Ich jag immer beide freiwilligen Feuerwehren raus. Was gibt's? Na, einfach nur, weil ich schon oft die Situation hatte, dass ich im Einsatz war und nur ein Auto gebraucht habe. Und in der Nähe war halt ein weiterer Einsatz. Und dann muss ich nicht erst die rausjagen, sondern dann sind sie draußen. Ja. So, da es ja ein größerer Zusammenstoß anscheinend war, muss ich glaube ich noch einen zweiten Enemy bestellen, um die Frau da mitzunehmen. Wird umgehend durchgewählt. Muss ich doch einen von der 1.5 bestellen. Damit die Frau auch mal ins Krankenhaus kommt, wenn der schon fast am Boden liegt, dann werde ich wohl die andere auch mit ins Krankenhaus nehmen müssen. So, Mord scheint immer noch nicht geklärt zu sein, obwohl alles fertig ist. Das Gebiet ist in Arbeit. Höre, auf dem Weg. Ja, gute Frau, Sie können sich gerne aufregen, aber schon unterwegs. Das bringt nichts. In Ordnung. So, ein Abschleppwagen ist auf dem Weg, ein anderer kommt aus der anderen Ecke. Ey, was zum? Da haut die einfach ab, da rennen sie einfach auf die Straße. Sind sie lebensmüde oder was? Ich glaube, ich muss sie festhalten, sonst wird das hier nichts. Sonst rennt die mir nochmal auf die Straße, da habe ich keinen Bock drauf. Dann wird die noch überfahren, wenn die noch einen RDW holen. Gut, ein RDW ist sowieso schon auf dem Weg, also. Oh Gott, das war böse. Scheiß drauf, RDW ist auf dem Weg, lass sie überfahren. Ja? So, er kann die jetzt übergeben. Die Frau. Und dann ist auch alles wieder gut, ne? Was gibt's? Auf dem Weg. Und ihr fahrt ins Krankenhaus. Ach, hier ist noch ein Funkstreifenwagen, der hier so rumsteht, ja? Abschlepper ist ja bald da. Dann kann ich auch mal ein wenig den Verkehr rumstehen lassen. Also, den RTW würde ich nur alarmieren, wenn er auf der Karte ist. Und zwar hatte ich das einmal, dass der war gerade weg zum Krankenhaus, war noch nicht wieder auf der Karte, stand aber in der Liste. Hier stand er schon als verfügbar. So, ich hatte einen Einsatz, wo er dann hier in der Nähe, wo war das? Hier hatte ich irgendwie eine kollabierte Person. Und dann habe ich ihn geschickt, aber der ist dann nicht gekommen. Der ist einfach nicht gekommen. Der kam nicht mehr auf die Karte. So. Okay. Warum werden nicht zwei von hier rausgejagt? Oh, das ist mein Timer. Thank you.
du Scheiße. Ja? Ey, ihr seid euch auch mit. Auf die Knie, runter! Ja? Roger! Meine Fresse! Da muss man mal die Waffe ziehen. Höre. Auf dem Weg. Da muss man mal die Waffe ziehen. So. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, klickt ihr auf Abonnieren und auf die Glocke. Dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Und auf Wiedersehen.